Willkommen zur chaotischen 5 Stunden zum Thema SSD-Optimierung. Get the best out of the SSD haben wir auch hingeschrieben. Und der Plan, den ich jetzt habe, ist, ich gucke mir mal so an, wo man so ein bisschen an den Stellschrauben von SSDs drehen kann, damit man vielleicht ein bisschen mehr aus einer SSD rausholen kann. Wie der Name vielleicht schon impliziert. So, wer hat eine SSD in seinem Rechner? Wer hat keine SSD in seinem Rechner? Okay. Also in welchem Rechner? In irgendeinem. Okay. Genau. Also wie man so Datenspeicherung bisher gemacht hat, ist mehr so. Das sind so die alten HDDs. Hier so sich drehender Platter, viele mechanisches Zeug und so. Und das macht man Datenspeicherung noch heute. Ja, das macht man auch heute noch, aber the new cool way ist mehr so das hier. Das ist so eine SSD ohne Gehäuse. Man sieht den offensichtlichen Unterschied. Hier haben wir mehr so sich drehende Platten und so mechanischen Lesekopf und so. Und hier hat man einfach so Flash-Chips und so einen Controller. Sieht aus wie eine HDD von unten. Das ist nicht ganz richtig. Eine HDD von unten hat auch so runde Dinge, aber ja, gut, ich meine, wenn man die HDD von unten anguckt, dann sieht man nicht so viel von den Platten. Macht es geschehen. Okay. So, also, wenn man an seiner SSD rumoptimiert, das Erste, was man tun kann, ist, sich anzuschauen, auch schon, was man sich kaufen möchte. SSDs sind vor allen Dingen eins, sie sind schnell. Allerdings meines Erachtens ist I.O. nicht alles, denn ob die SSD jetzt irgendwie 500 MB pro Sekunde macht oder 450, ist dann am Ende des Tages relativ egal. Es gibt aber so ein paar andere Aspekte, auf die man vielleicht auch schauen möchte, die an so einer SSD ganz interessant sein können. Eines davon ist zum Beispiel der Controller. Der Controller ist das Gerätchen, das nimmt die Daten entgegen und sorgt dann dafür, dass die in der SSD irgendwie abgespeichert werden. Dann gibt es noch so Sachen wie den Stromverbrauch, wenn man sich vielleicht anguckt, gerade mit dem Laptop. Momentan ist es so, dass sich tatsächlich richtig eingestellte SSDs vom Stromverbrauch im Allgemeinen nicht so viel geben. Aber da kann man ja durchaus mal ein Auge drauf werfen, wenn man sich eine SSD zulegt. Und dann noch so, gibt es so andere Features wie zum Beispiel Power Protection, habe ich mal rausgegriffen als ein ganz nettes Feature. Was das ist, da sind weitere Kondensatoren auf die SSD gelötet. Die halten ein bisschen Spannung und wenn halt irgendwie ein Stromausfall ist, der Akku läuft leer, weil ich das Laptop angelassen habe und irgendwie einkaufen gegangen bin oder ich stolper übers Stromkabel oder was weiß ich nicht, dann hat die SSD noch genug Strom, um alle Daten auch wirklich on-chip zu schreiben. Das heißt, alles, was an die SSD durchgereicht wurde, ist dann auch wirklich auf die SSD geschrieben und man hat dann irgendwie nicht durch Stromverlust irgendwie Datenverlust, was irgendwie nicht cool ist. Power Protection ist ganz interessant. Die meisten Hersteller bieten das nur in ihren Enterprise-SSDs an. Enterprise-SSDs sind scheiße teuer. Aber es gibt einige Hersteller, die bauen das tatsächlich sogar in Consumer-SSDs ein. Finde ich als jemand, der sehr an seinen Daten hängt, eine sehr sympathische Sache. Genau, der Controller. Oder auch, warum SandForce scheiße ist. So, erst muss ich eine kleine Prämisse setzen. Meine Prämisse ist, verschlüsseln ja alles immer. Wir wollen eine Verschlüsselung haben, insbesondere bei Laptops, aber eigentlich bei jedem Rechner. Wir wollen diese Verschlüsselung auf dem Software-Level haben. Das heißt, wir wollen so einen DM-Crypt oder Lux zum Beispiel benutzen, denn so eine Implementation von Verschlüsselung in Hardware, weiß man nicht, ist die vernünftig, gibt es da Backdoors, gibt es da weiß ich nicht. Also ich persönlich kümmere mich hier nur um Fälle von softwareseitiger Verschlüsselung, weil das meines Erachtens der notwendige Default ist und alles andere ist nicht mein Use Case. Genau. Was ist das Problem? Das Problem an vielen Controllern ist Kompression. Die Idee ist die folgende. Ich habe da so Daten und die schreibe ich dann auf die SSD. Jetzt könnte ich ja hingehen und sagen, ich komprimiere diese Daten vorher und schreibe dann sozusagen weniger auf die SSD. Klingt im ersten Moment intelligent. Wenn man aber dafür sorgt, dass die Platte nur verschlüsselte Daten sieht, dann hat man inkompressible Daten, die da ankommen. Und insbesondere die SandForce-Controller kommen gar nicht gut mit inkompressiblen Daten klar. Da hat man dann, da die Kompressionsalgorithmen halt nicht greifen, da gibt es halt nichts, was ich komprimieren kann. Dementsprechend bricht die Performance bei SandForce zum Beispiel um Faktor 3 oder so ein. Das ist also echt übel. Fazit, SandForce-Controller will man schon so nicht. Man will einen Controller haben, der einfach keine Kompression macht, denn bei einer verschlüsselten Platte geht das halt auch nicht. Das heißt, man hat einen Layer weniger, der kaputt gehen kann und man hat auch einfach einen Controller, der konsistent Performance liefert. So, das nächste Ding ist, jetzt haben wir uns eine SSD gekauft und jetzt wollen wir sie partitionieren. Dann wollen wir die sinnvoll leihen. Warum ist das wichtig? So eine SSD ist organisiert in Blöcke. Die Blöcke sind halt so organisiert, ich kann immer nur einen kompletten Block lesen und einen kompletten Block schreiben. Mein Dateisystem ist ebenfalls in Blöcken organisiert und ich kann auch immer nur einen kompletten Block lesen oder einen kompletten Block schreiben. Wenn ich jetzt dafür sorge, dass meine
Dateisystemblöcke genau matcht auf die SSD-Blöcke, muss ich halt für jeden Dateisystemblock immer nur einen SSD-Block anfassen. Wenn ich das halt nicht tue, muss ich halt für jeden Dateisystemblock immer zwei SSD-Blöcke anfassen. Das ist irgendwie nicht so cool. Vor allen Dingen sorgt das halt dafür, dass ich halt auch einfach mal den doppelten Schreibverbrauch habe. Und deswegen will man eben dafür sorgen, da zufällig die üblichen Blockgrößen bei SSD-Platten allgemein sind 4 Kilobyte, die üblichen Größen bei Dateisystemen sind 4 Kilobyte, passt wunderbar, will man matchen, alles ist toll. Wie macht man das? Man nimmt einfach Apartit und jetzt steht das da doppelt, das sollte eigentlich nicht dabei sein. Und wenn man halt irgendwie Partit auf seinem Gerät aufruft, zum Beispiel DevSDA, dann hat man ja so Partitionen DevSDA 1, DevSDA 2, DevSDA 3, und dann kann man einfach mal anwerfen, Align-Check, Opt und dann einfach 1, 2 oder Align. Und dann sagt Partit halt, yo, ist sauber aligned oder nee, ist nicht sauber aligned. Genau. Was ist der Impact? Ich hatte ursprünglich gedacht, dass der Impact vielleicht messbar, aber nicht unbedingt bemerkbar ist, aber ich habe tatsächlich in meiner Recherche Zahlen gesehen, die teilweise bis zu Faktor 5 in der Performance durch falsches Alignment verloren haben. Not my data, habe ich nicht selbst gemessen, take it with a grain of salt, aber das war schon echt ein bisschen beschränkt. Und Alignment ist halt so eine Sache, die macht man am Anfang einmal richtig und dann kümmert man sich nie wieder drunter. Das Schöne ist, die meisten Tools heutzutage machen das auch von vornherein richtig, das heißt im Normalfall sollte eine Platte auch nochmal aligned sein. So, das nächste, was ich mir gedacht habe, ist Trim. Machen wir mal fast. Was ist Trim? Trim ist so eine Funktion, die haben SSDs und Leute sagen, ja, du brauchst unbedingt Trim und Trim ist zwingend notwendig und nee, du kannst irgendwie Trim auch mit Garbage Collection ersetzen und das ist alles noch fassig und deswegen habe ich gedacht, dröseln wir da mal auf. Fangen wir also mal an, was ist Garbage Collection? Denn was ist das Problem? So eine SSD funktioniert, kann man sich folgendermaßen vorstellen, wir haben hier so eine Stapel und wir kratzen unsere Informationen einfach so in den obersten Layer ein. Und wenn wir jetzt natürlich irgendwie neue Daten schreiben wollen, dann haben wir hier alte Daten, die müssen wir erstmal abschnürgeln und dann können wir danach unsere neuen Daten hier wieder in den großen Layer reinkratzen. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, wenn ich Daten schreibe, muss ich den Prozess hier machen. Wenn ich Daten lösche, kann ich eigentlich den Wegkratzprozess schon direkt machen. Und der Punkt ist, der Wegkratzprozess ist der lange dauert. Der Schreibprozess ist der schnell geht. Das heißt, was man tun möchte, ist, man möchte, dass nach Möglichkeit, wenn Daten irgendwie alt und verwaist sind, dass sie möglichst schnell beseitigt werden. Vom Grundgedanken. Müssen wir uns angucken, wie kann so eine SSD hier diesen Abschnürgelprozess machen. Und so eine SSD hat so Blöcke. Und zwar so kleine Blöcke, das sind so 4K-Blöcke zum Beispiel, und so große Blöcke. Diese großen Blöcke sind die Erase-Blöcke. Eine SSD kann immer nur irgendwie so einen Chunk von 256 oder so Blöcken auf einmal löschen. Und was die interne Garbage Collection halt macht, wir nehmen an, wir schreiben einfach mal so eine Datei auf 4 Blöcke. Und dann schreiben wir nochmal so im nächsten Schritt nochmal mehr Daten, so E, F, G, H. Und wir ändern mal diese Daten hier, ändern sie einfach mal so ein bisschen A-Schritt, B-Schritt, C-Schritt, D-Schritt. Der Punkt ist, wir können halt die Sachen nicht löschen. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir können sie als gelöscht markieren und die geänderten Daten dann halt hier hinschreiben. Was die Garbage Collection jetzt macht, ist, sie geht alle Jubeljahre mal über die SSD drüber und guckt, welche von diesen Blöcken brauche ich denn nicht mehr. Und dann sortiert sich hier die Sachen, schreibt zumindest sich die ganzen Blöcke, die sie noch braucht, schreibt man auf so einen neuen Block und macht den Block hier komplett frei. Und dann sind wir wieder mit dem oberen Block wieder in dem State hier und haben wieder volle Schreibgeschwindigkeit. Das ist das, was die interne Garbage Collection macht. Was Trim jetzt macht, ist, mit Trim kann ich sozusagen eine Datei sagen, aber das gucken wir mal auf der nächsten Slide an. Was passiert denn, wenn ich jetzt so eine Datei lösche? Wir haben hier so 4 Dateien im Betriebssystem und jetzt lösche ich mal das File 10. Auf der SSD hier, logisch, was das Betriebssystem von der SSD sieht, ist, da habe ich hier meine Dateien, die liegen auf den SSD-Blöcken und ich habe hier so ein bisschen freien Speicher, das ist grau. Was die SSD technisch sieht, ist, wir haben hier so Dateien auf den Blöcken und freien Speicher auf so einem schwarzen Bereich, das ist das sogenannte Overprovisioning. Das ist Speicher, den hat die SSD, aber den zeigt sie uns nicht. Und wie sie den benutzt, werden wir jetzt sofort sehen. Was passiert, wenn wir im Betriebssystem eine Datei löschen? Dann ist die hier weg. Aber hier ist sie noch da. Und dann sind wir genau auf dem Punkt, wo wir sagen, wir haben immer noch die alten Daten, die wir nicht mehr brauchen, auf dieser Zelle drauf. Und wenn wir jetzt eine neue Datei schreiben, an dieselbe Stelle, wo vorher die Datei C lag, dann präsentiert uns die SSD, ja, okay, jetzt wahrscheinlich den Kram an.
Was sie intern macht, ist, sie nimmt sich ein bisschen was von dem freien Speicher, schreibt diese Datei eh einfach irgendwie in den freien Speicher rein, nimmt ein bisschen was von dem Overprovisioning, macht daraus freien Speicher, nimmt die Sachen, die jetzt nicht mehr gebraucht werden, tut die so ins Overprovisioning rein und markiert die hier, kann mal gar nicht springen. Und jetzt ist das Ding quasi auf dem anderen Buch, den als hellblau. Und dann sehen wir auch genau, was wir mit Trim machen können. Trim können wir nicht an dieser Stelle schon sagen, okay, diese beiden Felder hier, diese beiden Zellen brauche ich nicht mehr, kann es schon mal gar nicht springen. Und das heißt, wann möchte man Trim haben? Man möchte Trim zum Beispiel haben, wenn man sehr wenig Platz auf der SSD hat. Denn wenn man sehr wenig Platz auf der SSD hat, ist der freie Speicher, mit dem die SSD hantieren kann, ein bisschen limitiert. Und dann ist es halt sinnvoll, dass wir möglichst schnell die Daten springen. Wenn wir genug freien Speicher haben, ist das tatsächlich gar nicht mal so spannend, weil wir dann halt genug freie Zellen haben, mit denen die SSD lustig Lego bauen kann. Und dann ist das gar nicht so dramatisch. Eine weitere Variante, wofür man Trim benutzen will, das können wir nochmal, oder wofür man Trim benutzen kann, ist, wir sehen hier, die Sachen werden ja umsortiert auf einem neuen Block. Das heißt, sie werden nochmal geschrieben. Und wenn ich zum Beispiel die Dateien EFGH gar nicht mehr brauche, kann ich der SSD damit mitteilen, ja, wenn du gar schon Menschen machst, brauchst du die hier übrigens nicht mit umsortieren. Und das ist die andere Applikation für Trim. Auf diese Weise kann man eben die Schreibprozesse auf seine SSD reduzieren. So, soweit Fragen dazu? Okay. Also. Wir haben potenziell weniger Schreiboperationen, indem wir der Garbage Collection sagen, ja, kannst du Garbage collecten. Und bei einer großen Schreibmenge, wenn sozusagen entweder wir wenig Platz haben oder wenn wir einfach so viel Zeug schreiben, dass die Garbage Collection von sich aus nicht hinterherkommt, weil die SSD zum Beispiel nie Ruhe hat, dann kann das bei einer besseren Performance enden. Wobei man jetzt dazu sagen muss, da möchte ich jetzt auf das SSD Endurance Experiment verweisen, da haben sich Leute SSDs genommen, ich glaube 256 GB SSDs, und haben einfach mal gedacht, wie viel Zeug können wir denn auf diese SSD schreiben, bis sie verreckt. Und es stellte sich heraus, dass ungefähr alle SSDs so locker das 2000-fache ihrer Kapazität vertragen haben. Teilweise SSDs das 5000-fache ihrer Kapazität vertragen haben. Insofern ist natürlich die Frage, ob jetzt auf Biegen und Brechen eine Optimierung auf weniger Schreiboperationen sinnvoll ist. Die beste Performance bei viel Schreibmenge ist natürlich auch nur dann gegeben, wenn man so viel schreibt, dass die SSD nicht genug Zeit hat. Unsere Garbage Collection. Collect. Warum ich auf diesen beiden Punkten so ein bisschen die Klammer setze, ist, weil es auch ein Problem gibt. Ich sagte ja, ich behandle hier nur verschlüsselten Kram, denn nur verschlüsselter Kram ist sinnvoll. Dadurch, man kann auch dem verschlüsselten Container sagen, sag mal Bescheid, welche von diesen Blöcken du nicht brauchst. Und dann kann die SSD quasi in den verschlüsselten Container drin rumtrimmen. Das ist insofern, kann bedenklich sein, weil dadurch natürlich Informationen aus dem Krypto-Container nach außen gegeben werden und das kann bis zu dahin führen, dass man tatsächlich rauskriegen kann, in welchen Bereichen der SSD quasi keine Daten gespeichert sind und daraus sogar Schlussfolgerungen haben, was für Dateisystem in dem Container vorliegt. Ich empfehle hierzu diesen Artikel hier, ich gebe die Notes auch nochmal raus, der dröselt das genau auf, was das Problem ist und so. Und das sollte man sich, bevor man sich überlegt, ob man Trim für seinen Krypto-Container anstellt oder nicht, sollte man den meiner Meinung nach mal gelesen haben. Man kann sich natürlich schlussendlich doch noch dazu entscheiden, dass man es anstellt, denn, meine Herren, was ist denn so das Angreifermodell? Wenn man einen State-of-the-Art geheimdienstlichen Angriff hat, dann, naja, die werden irgendwie schon nicht versuchen, jetzt den Krypto-Container zu cracken, die hauen ja einfach irgendwie so einen Schraubenschlüssel ins Gesicht. Potenziell. Und das ist halt die Frage des Angreifermodells. Es ist so, dass man zwar durchaus das Dateisystem unter Umständen rauskriegen kann aus dem Container, auf der anderen Seite die Daten selbst kriegt man immer noch nicht raus. Das vereinfacht also den Angriff, aber die Frage ist halt, gegen welche Art von Angreifer möchte man sich verteidigen. Aber man sollte sich diesen Artikel vorher einmal durchgelesen haben, denn once you have trimmed, you cannot go back. Das ist dann getrimmt, ist getrimmt, dann geht es halt nicht zurück. Genau. Wenn man trimmen will, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt deinem Dateisystem, du, wenn du jemanden löscht, dann trimm mal sofort. Das ist mehr so doof, weil es zum Beispiel auch dafür sorgt, wenn ich mal versehentlich eine Datei lösche, habe ich ein Problem. Wenn ich versehentlich eine Datei lösche und nicht sofort trimme, kann ich halt mit dem Undelete-Tool hingehen, denn die Datei ist ja noch da. Man kann dann sagen, ja, will ich wieder haben. War dumm, was ich getan habe. Wenn ich halt trimme, ist die Datei halt weg. Und dann kann ich das halt nicht mehr machen. Und deswegen gibt es dieses tolle Tool, was
FS-Trim heißt. Und was FS-Trim macht, ist, es rennt einfach los, guckt sich der SSD an, guckt, welche Daten brauche ich denn nicht mehr und sagt der SSD mal, ja, von hier bis hier, bis hier, bis hier kannst du mal durchtrimmen. Genau, also irgendwie einmal wöchentlich FS-Trim mit einem Cronjob anstellen oder wenn man System D benutzt, ist vermutlich sogar ein FS-Trim-Timer, den man einfach nur aktivieren muss dabei und dann rennt das. Wenn man sich entscheidet, seinen Krypto-Container auch trimmen zu wollen, dann muss man ein bisschen mehr machen, weil aufgrund dieser Problematik, dass da werden Informationen nach außen exponiert, das standardmäßig nicht aktiviert ist. Man muss entweder, wenn man von einem Krypto-Device bootet, in der Kernkommandozeile ein lautes Card-Center schreiben, oder wenn man über die Krypto arbeitet, Discard als Option anfügen. Wer das benutzen möchte, kann mich auch gerne nochmal im Detail ansprechen, wie das dann genau funktioniert. Richtig. Soweit, so Trim. Ja, wir hatten ja eben schon Spaß mit Sandbox und dass Sandbox eigentlich nicht so scheiße ist. Ganz alte SSDs, so die frühen SSDs, hatten ein lustiges Problem. Man konnte sie einmal vollschreiben, so einmal ihr Volumen auf die SSD schreiben und dann hatten die einfach mal einen Performance-Einbruch von 30%. Das heißt, man hat am Anfang so mit 100% Leistung schreiben können und dann irgendwie nach einem Volumen geschrieben einfach mal mehr so mit 70%, was halt schon massiv weniger ist. Stellt sich raus, es ist kein Problem von frühen SSDs, es ist ein Problem des CentOS-Controllers gewesen. Weil der offensichtlich ja keine Garbage Collection macht, so wie das aussieht. Und wenn er halt keine Garbage Collection macht, muss ich halt den Radiervorgang immer dann machen, wenn ich schreiben will. Das hat ja gesagt. Wie kann man das lösen? Es gibt eine Möglichkeit, seine 100% Schreibperformance wiederzukriegen. Es gibt da ein Partner-Kommando, das nennt sich Secure Erase, das schmeißt man einmal an, danach hat man seine 100% wieder. Möchte jemand raten, was das ATA-Kommando Secure Erase macht? Jemand? Null draufschreiben. Ja, es nullt die komplette Platte, inklusive allem. Das heißt, man konnte die Platte einmal vollschreiben, hat dann eine massive Regression in seiner Schreibperformance. Und wenn man die halt wieder haben wollte, musste man dann seine Daten runterkopieren, Secure Erase drauflassen, lassen, Daten wieder drauf tun und hatte dann halt wieder Zeit, bis die Platte wieder einmal das Volumen hatte. Hat das genullt oder random Daten geschrieben? Die Spezifikation sagt Nullen. Okay. Aber das ist auch mittlerweile läuft Secure Erase auch häufig so. Also im Prinzip bei SSDs ist Secure Erase trimm einmal alles. Und häufig ist es auch so, dass dann irgendwie, wenn die Daten verschlüsselt sind, dann wird irgendwie nur der Verschlüsselungsheader gelöscht oder so. Aber das Secure Erase heißt halt, sorgt dafür, dass nichts wieder herstellbar ist und löscht einmal alles. Meistens sind das Nullen in den meisten Implementationen. Genau, also das ist so herrlich wieder ein Grund, warum man nicht unbedingt Sandforce benutzen will. Ich habe gar nicht so viel Holz gehabt, wie ich mir von dem Shell knallen wollte, als ich das gelesen habe. Großartig. So, nächster Schritt. Jetzt haben wir die SSD formatiert, wir haben uns darüber nachgedacht, ob wir die trimmen wollen oder nicht. Jetzt klebt wieder in unserem Rechner drin und jetzt können wir Dippen anschalten. Was ist Dippen? Dippen steht für Device Initiated Power Management, ist tatsächlich der Punkt, woran sich dieser ganze Talk entzündet hat. Denn ich habe mir halt meine SSD geholt und habe mir halt auch ein bisschen angeguckt, wie viel Strom verbraucht sie. Und das war halt die einzige SSD, die auch so Dinge wie Power Loss Protection hatte, wollte ich halt haben. Hat aber ein bisschen mehr Strom verbraucht. In diversen Tests war der Stromverbrauch ein bisschen höher. Und dann habe ich halt so noch irgendwann so ein bisschen recherchiert und gesehen, oh ja, also der Hersteller sagt ja, die SSD verbraucht nicht 1 Watt, sondern sie braucht nur irgendwie 300 Milliwatt. Das ist so ein leicht großer Unterschied. Und ich dachte, ja, Hersteller. Na, wir haben noch einen anderen Test gesehen und hat auch gesagt, ja, nee, mehr so 300 Milliwatt und nicht ein Watt. Und dann habe ich gedacht, Moment, was ist denn hier los? Und dann stellt sich raus, es gibt zwei Möglichkeiten, so eine Platte zu betreiben. Es gibt einmal das Host-Initiated Power Management und es gibt das Device-Initiated Power Management. Was heißt das? Beim Host-Initiated Power Management entscheidet das Betriebssystem, wann die Platte in Sleep States geht und wann nicht. Bei so einer HDD will man das auch haben. Denn wenn so eine HDD sich entscheidet, in den Sleep State zu gehen, heißt das, sie bremst ihre Platte ab, bremst alles ab. Und wenn man dann wieder auf die Platte zugreifen will, muss erstmal die wieder anfangen zu rotieren. Man hat irgendwie Delays von einer Sekunde oder so, bis die Platte wieder angelaufen ist. Und Anlaufen ist auch gar nicht mehr so gesund für die Platte. Und deswegen will man halt irgendwie Host-Initiated Power Management haben. Bei SSDs ist es so, da dreht sich nichts. Wir haben nichts Mechanisches und das Aufwachen geht halt super schnell, weil halt nichts Mechanisches irgendwie bewegen muss. Und da kann man auch mal probieren, ob man mal Device-Initiated Power Management hat. Ich habe dann mal gemessen, was denn so der Impact auf die Power Consumption ist, wenn man tatsächlich mal das andere verwendet. Und ich war etwas erschreckt. Das ist meine Platte. Die durchgezogenen Linien sind mit Host Initiated Power Management gemessen. Die gestrichelten Linien sind mit Device Initiated Power Management gemessen.
wir sind hier bei 2 Watt, wir sind hier bei 3 Watt, wir sind hier bei irgendwie 7 Watt Gesamtverbrauch des Systems. Das sind halt mal irgendwie so locker 30% Stromverbrauch, das ist halt übel. Also ich wusste, dass da ein bisschen was ist, aber dass das so übel ist. Der Anfang hier liegt daran, dass ich jeweils immer abwechselnd HPM und DPM gemessen habe. Das heißt, die Linie hier kommt irgendwo hierher und die Linie hier kommt irgendwo hierher, deswegen fällt es jetzt am Anfang ein bisschen komisch. Aber wir sehen halt offensichtlich, die weißmännische Power Management ist schon irgendwie cooler. Und ich habe, by the way, auch überhaupt keine Ahnung, wo dieser Bump hier kommt. Als ich die erste Kurve geplottet habe, habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich irgendein Cronjob, der da aufgewacht ist. Nachdem alle drei Kurven da so einen Bump hatten, habe ich gedacht, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Das ist Gesamtsystem. Ja, das ist Gesamtsystem Stromverbrauch, ja. Mit Bildschirm aus, muss ich dazu sagen. Aber das ist Gesamtsystem mit Bildschirm aus gemessen. Das heißt, wir haben hier also 3 Watt, fand ich relativ krass. Genau, dann ist, ich glaube, ich habe auch rausgekriegt, warum diese besagten Tests so einen höheren Stromverbrauch gemessen haben als andere, denn die Tests haben, glaube ich, unter Windows gemessen. Unter Windows brauchst du irgendwie so eine metrische Tonne Treiber, um Windows dazu zu bringen, mal Device Initial Power Management und nur Device Initial Power Management zu machen. Unter Linux ist das halt seit Kernel irgendwie 226 Bit. Genau. Die Frage ist natürlich, was ist der Performance Impact von DPM? Das habe ich auch gemessen, dazu habe ich keinen Graphen, weil es keinen gibt. Also alle Schwankungen waren so gering, dass es höchstens Messrauschen at best. Also der Performance Impact bei meiner Platte ist null. Insofern, Device Initial Power Management ist super. Next Step, die Anwendung, wie mache ich das? On the fly kann ich einfach sagen, ich nehme so ein bisschen Power und schreibe das in die Datei sysclav SCSI host und dann nehme ich die Hostnummer meiner Platte und nehme Power Management Policy, schreibe ich einfach rein und dann ist fertig, dann habe ich DPM. Wie man hier den SCSI host auf die Block Devices mappt, ich habe da ein Skript, das macht das für einen, wer das mal ausprobieren möchte. Kann mich ansprechen, ich habe das Skript da. Wenn man das dauerhaft haben will, kann man das zum Beispiel mit UDEF machen, das ist so ein Beispiel für UDEF-Regel, mit den Power Management Policy halt jedes Mal, sobald die Platte auftaucht, auf den Power setzt. Und dann haben wir halt DPM. Und das ist alles super. Gut. So, das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was mit SATA zu tun, das ist halt das SATA Blink Power Management. Und die einen oder anderen mögen es mitbekommen haben, Sandforce ist vielleicht so ein Controller, den man nicht haben möchte. Aber es gibt eine wunderschöne Geschichte mit SATA, mit der SATA-Spec und Sandforce. Denn man hat halt so eine Platte, die schließt man halt über SATA an seinen Rechner an. Und SATA ist halt so ein Anschluss, der ist spezifiziert. Und Spezifikationen richtig zu implementieren ist halt schwer, ne? Ich weiß halt nicht, es gibt da so ein SATA-Kommando, wache aus dem Sleep auf. Ich glaube nicht, dass die Reaktion schlafe einfach weiter die richtige ist. Aber Sandforce did that. Und das ist nicht nur einer, es gab da so eine Handvoll SATA-Kommandos, wo die einfach irgendwas implementiert haben, aber nicht das, was in der SATA-Spec steht. Und das hat dann unter anderem auch mal zu so Blue Screens of Death geführt, denn dann hat man halt die SSD schlafen gelegt und dann wollte halt irgendwie Windows die SSD wieder hochholen, die kam aber nicht wieder hoch. Das Betriebssystem kam nicht mehr an seine Daten dran. Bam, Blue Screen of Death. Ach ja, großartig. SATA-Spec implementieren ist hart. Ja, viele Leute, die sich massiv drüber aufgeregt haben. Habe ich erwähnt, dass man kein Sandforce benutzen will? Falls nicht, möchte ich das hiermit tun. So, nächster Punkt, NCQ. Was ist NCQ denn jetzt schon wieder? Das steht für Native Command Queuing. Und was ist denn das? Das ist Folgendes. Also wir nehmen mal so eine magnetische Platte, daran sieht man das relativ gut. Wir haben hier so 1, 2, 3, 4 Dateien, die wir lesen wollen. Die Jobs sind halt in der Reihenfolge gekommen. Und ohne NCQ geht halt die Platte hier liest erst den ersten, dann den zweiten, dann den dritten, dann den vierten. Mit Native Command Queuing kann man hingehen und das ganze Kram umsortieren. Und dann liest die Platte erst den ersten, dann den dritten, dann den zweiten, dann den vierten und wir sehen, wir brauchen einfach eine komplette Rotation weniger. Dementsprechend wirkt sich das natürlich auch auf die Performance aus. Ich habe jetzt gelesen, dass einige Leute offensichtlich bei SSDs ohne NCQ bessere Performance rauskriegen als mit NCQ, deswegen habe ich gedacht, messe ich das mal. Die gestrichelten Linien sind ohne NCQ, die durchgezogenen Linien sind mit NCQ. Ich kann sagen, in meinem Fall ist NCQ abschalten eine unfassbar dumme Idee und lohnt sich überhaupt nicht. Genau, wenn man das trotzdem ausprobieren will, kann man sich einfach hier die Datei sysblock, blockdevice, device, qdev nehmen. Und wenn ich halt eine qdev von 1 habe, habe ich halt irgendwie so keine q. Und wenn ich halt eine qdev von 31 habe, habe ich halt die volle Bandbreite.
Spezifiziert ist tatsächlich, dass man bis zu 32 Jobs in dieser Queue haben kann, aber 32 kann man leider nicht verwenden, denn die NCQDepth, die QDepth ist eine 32-Bit-Bitmap und man macht das halt, indem man halt die Bits flippt. Und wenn man halt 32, eine QDepth von 32 hat, hat man halt eine Bitmap, wo alle Bits gesetzt sind. Alle Bits gesetzt heißt aber laut ADA-Spezifikation, ja, da hat jemand den Stecker gezogen oder das Gerät ist gestorben. Das heißt, in dem Moment, wo man tatsächlich die in, ich glaube sogar in ADA spezifizierte Native Command QDepth von 32 ausreizen möchte, schießt man sich halt sein NCQ-System vom Bass. Ganz großartig. Also ich weiß tatsächlich nicht genau was, ob man sich dann ob das die komplette Platte mitzieht, aber mindestens das NCQ-System ist halt nicht mehr da. Das fand ich auch sehr lustig, als ich das gelesen habe. Einfach halt. Okay. Soweit Fragen bis hierhin zu irgendeinem Thema eigentlich. Okay. Genau, NCQ will man offensichtlich, also ich will es nicht abschalten, andere haben das tatsächlich auch mit derselben SSD beste Performance erzielt, möchte man also vielleicht noch mal rumspielen. Genau. Ich dachte mir, da ich ja die ganze Zeit auf Sandforce rumwäsche, merke ich auch mal, in diesem Bereich habe ich nichts gefunden, wo Sandforce scheiße ist. Insofern, hier haben sie es mal nicht verkackt, wollte ich auch mal, damit ich nicht so negativ bin, auch mal gesagt haben. Okay. Was ein IO-Scheduler? Da machen wir nämlich jetzt weiter. Der nächste Punkt, an dem man mal so ein bisschen tweaken kann, ist der IO-Scheduler. Was ist der IO-Scheduler? Das ist das Gerät, was quasi die Jobs entgegennimmt, die man auf der Platte machen möchte, zum Beispiel lesen oder schreiben, und die halt irgendwie sortiert. Da gibt es so drei, nämlich einmal den, also in Linux gibt es sogar vier, aber normalerweise einkompliziert sind diese drei. Das ist die Completely Fair Queue. Die sorgt halt dafür, dass jeder Prozess, der irgendwie was mit der Platte machen möchte, so gleichmäßig viel von dem Kuchen abbekommt. Dann gibt es NoOp, wie der Name spezifiziert, macht NoOp genau gar nichts. Der nimmt halt einen Job und reicht ihm dann die Platte weiter. Und dann soll sich die Platte halt drum kümmern. Und dann gibt es Deadline. Deadline ist ganz interessant. Deadline versieht jeden Job mit einer Deadline, deswegen heißt es eben so. Und zum Beispiel dann kriegt ein Job irgendwie eine Deadline von 50 Millisekunden. Und in dem Moment, wo ein Job 50 Millisekunden überschreitet, wird der priorisiert vor allen anderen abgearbeitet. Die Idee dahinter ist sozusagen zu verhindern, dass irgendein Prozess halt an I.O. verhungert, dass er irgendwie, keine Ahnung, der liest ein Gigabyte und da gibt es irgendwie 80 andere Prozesse, die lesen alle so 4K und dann hängt halt dieser Prozess, der ein Gigabyte liest, irgendwie für Jahre da, weil diese ganzen anderen Prozesse sich fortdrängen. Das ist halt der Punkt, den Deadline adressiert und den Deadline zu vermeiden versucht. Genau, wird sehr gerne für Echtzeitsysteme verwendet. CFQ und NoOp. Also CFQ hat Optimierung auch für SSDs drin. NoOp ist den SSDs quasi so ein bisschen auf den Leib geschrieben, weil SSDs sind halt schnell und das macht die halt alles selber. Und Deadline kann auch durchaus ganz attraktiv werden. Ich habe das mal bei mir wieder gemessen. Ja, wir haben hier Megabyte pro Sekunde. Das ist Read. Das ist, glaube ich, 5 Files parallel gelesen. Ist schon mehr so Gemüse. Ich habe dann auch noch ein paar andere Messungen gemacht. Die waren alle so in die Richtung. Das heißt, auf meinem System kann ich sagen, der Unterschied ist nicht so groß. Wir sehen also irgendwie, NoOp hat die geringste Schwankung, Deadline hat, glaube ich, den größten Median, CFQ hat tatsächlich den größten Mean. Ja, ist irgendwie alles nicht so sicher und nicht so recht stabil. Ich habe dann mal gemessen Bootzeit, da ist Deadline ein bisschen schlechter als CFQ und NoOp, weil mein Rechner tatsächlich mit Deadline 0,2 Sekunden langsamer bootet als mit CFQ und NoOp. Genau. Wie gesagt, man kann man mal dann umsperren. Ich habe auch durchaus Benchmarks gesehen, wo man merkliche Unterschiede mit den drei Schedulern gehabt hat. Müsste man halt mal lokal für sich testen. So, wie macht man das? Man guckt sich einfach mal den Datei sysblock sdaq scheduler an. Und da sind halt alle Scheduler aufgeführt, die es gibt. In dem Fall halt nur auf Deadline. Das CFQ, das ist jetzt unter dem Arsch. Und in dem Fall ist halt Deadline aktiviert, weil das Ding in Klammern ist. Das ist der Anzeiger, was deaktiviert ist. Wenn ich einen Scheduler auswählen möchte, nehme ich mal den Scheduler und schreibe ihn in dieses Datei rein. As it is. Und dann ist er halt instant angewechselt. Wenn ich ab Boot defaultmäßig einen anderen Scheduler haben möchte, dann kann ich einfach Elevator gleich Scheduler nehmen, in die Carry Command eine Bootloader reinschreiben und habe ich ab Boot einen anderen IO-Scheduler. Okay. So, Sandforce und die Sache mit der Firma. Ich hatte so gedacht, das wäre doch so ein Anlass, hier NoOp ist ja, der macht ja nichts außer durchreichen, das heißt die Firmware macht irgendwie das Reordering und was nicht noch alles. Und Sandforce und Firmware ist auch wie so eine Geschichte,
großartig von dem Herrn. Erstmal ist es so, was Sandforce macht, ist Sandforce baut Controller und verkauft dann Leuten, die SSDs bauen wollen, halt Controller. Und liefert halt auch Firmware dazu. Aber Sandforce erlaubt halt den einzelnen Herstellern dann Änderungen an dieser Firmware vorzunehmen oder auch nicht. Und auch das Versioning komplett zu ändern. Das heißt, Sandforce, SSD mit Sandforce Controller, Firmware 5.3.1 von Firma A kann potenziell dieselbe sein wie die 5.3.6 von Firma B. Oder es kann tatsächlich auch sein, dass die 5.4.3 älter ist als die 5.4.1 von einer anderen Firma. Und dann hat man irgendwie noch Custom Code von den einzelnen Firmen, Code von Sandforce. Das heißt, man hat irgendwie die Bugs, die Sandforce drinnen potenziell, haben halt alle. Und die Bugs, die der Hersteller hat, hat man halt auch noch. Das ist halt ganz großes Tennis. Und ein weiteres schönes Ding ist, Sandforce hat intern drei Stages für ihre Firmware. Die Beta, das ist die, die aktiv entwickelt wird. RC ist die, die nicht mehr entwickelt wird, aber die halt noch Bugs enthält. Das heißt, in dem Moment, wo sie sagen, eine Beta-Firmware ist feature-complete, dann wird halt nicht mehr entwickelt, sondern werden nur noch Bugs gefixt, ist halt RC, aber immer noch Bugs drin. Und wenn halt die Bugs draußen sind, dann geht das halt in Mass Production über. Und es ist tatsächlich bei einigen Firmen so, dass die Sandforce Controller geschippt haben mit RC-Firmware, mit Release Candidate-Firmware, die halt noch nicht als Bugfrei deklariert ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich für meinen Teil bin ja nicht so erbaut, wenn man mir Beta-Firmware unterschnappt. Weil das halt mein Datenspeicher ist, da liegen meine gottverdammten Daten drauf. Ja. Das sind ganz schön Backups. Ja, genau. Ich mache Backups, weil ich sie aktiv benutzen will. Richtig. Backups sind aber ganz By the way, wo wir gerade bei Firmware und so sind, ne? Aber mit einer anderen Firmware. Erinnert sich jemand an den Intel 8 Megabyte Bug? Welches? Das war Intel SSDs, haben irgendwie, die waren so 200 Gigabyte groß und haben sich dann irgendwann plötzlich aus heiterem Himmel nur noch mit 8 Megabyte gemeldet. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man halt irgendwie so Zeug auf dieser SSD hatte und die ist jetzt nur noch 8 MB groß, da war nicht mehr so viel mit, ich kriege meine Daten da wieder raus. Fun Fact, das war die erste Firmware, das war die erste SSD, bei der Intel ja auf einen Sandforce Controller gewechselt ist. Ne? Okay. Weitere Stellschrauben. Sind von Mountain. Jetzt haben wir unsere SSD eingebaut, Matthias, Device Power Management eingeschaltet und was noch alles. Und jetzt machen wir das Dateisystem drauf und mounten die mal. Hat ja lange genug gedauert. Und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie man die mounten kann. Zum Beispiel mit den Sachen Strict A-Time, Red A-Time, No A-Time. Was ist A-Time? Jedes Mal, wenn ich eine Datei lese, also bei Strict A-Time ist es so, jede Datei hat eine A-Time, eine Access-Time. Und jedes Mal, wenn ich eine Datei lese, wird dann geschrieben, wann ich das letzte Mal, darauf zugegriffen habe. Wer hat dieses Feld jemals schon mal benutzt? A-Time, okay. Zwei Leute von einer Menge. Hast du A-Time schon mal benutzt? Nicht? Hast du No-A-Time schon mal gesetzt? Genau, hast du A-Time, die Access-Time schon mal gebraucht? Nö. Okay, ja, offensichtlich ist A-Time für die meisten Leute so notwendig wie ein Verunkel-A-Time. Aber was dadurch, dass ich halt jedes Mal, wenn ich lese, die Access-Time schreibe, mache, ist, ich wandle jeden Leseprozess in einen Schreibprozess um. Das ist halt irgendwie nicht so cool. Und da wir offensichtlich festgestellt haben, dass irgendwie keine Sau Access-Time braucht, kann man es halt auch lassen. Und dafür gibt es halt No-A-Time. Was No-A-Time macht, ist, ich schreibe einfach keine Access-Time. Jetzt gibt es aber Software, die braucht die Access-Times, zum Beispiel MAT. Weil MAT nämlich Folgendes tut. MAT stellt fest, ob es neue E-Mails gibt, basiert darauf, ob die Datei, die da im E-Mail-Folder liegt, ob das Schreibdatum neuer ist als das Lesedatum, das letzte Lesedatum. Und wenn das der Fall ist, ist es offensichtlich eine neue Mail. Das heißt, mit No-A-Time würde MAT zum Beispiel nicht mehr mitkriegen, dass es neue Mails gibt. Und dafür gibt es Rel-A-Time. Rel-A-Time schreibt nämlich genau dann die Access-Time, wenn die letzte Access-Time weiter zurückliegt als die letzte Schreibzeit. Und dann auch irgendwie so alle 24 Stunden mal. Seit Kernel 4.0 wird es dann auch noch für X4 zumindest eine weitere Option geben, Lazy-Time. Lazy-Time verhält sich so wie Strict-A-Time, aber schreibt halt diese Access-Time nicht, sondern hält diese Access-Time im Rahmen. Das heißt, man hat im Prinzip Strict-A-Time, aber ungefähr den Schreibaufwand von No-A-Time. Abzüglich wahrscheinlich irgendwie einmal alle 24 Stunden und so, wir sind schon. Genau. Wie mache ich das? Ich gehe einfach in meine etcfs-tab und schreibe hier, das ist so zum Beispiel FSA, ist ein Mount auf mein Root und ist so X4 und dann schreibe ich einfach irgendwie so No-A-Time rein oder schreibe halt Rel-A-Time oder Lazy-Time rein.
Der Default, wenn man das nicht stehen hat, ist Relatime, weil auch die Kernentwickler gesagt haben, ja, Strictly Time braucht man so sehr wie für Runde im Arsch, aber Relatime ist halt durchaus ganz nützlich. Aber wenn man es halt nicht braucht, ist Normaltime durchaus eine ganz attraktive Sache. Genau. Nächster Schritt, den man mal machen kann, TempFS. TempFS ist großartig. Was ist TempFS? TempFS ist ein Dateisystem, das lebt komplett im RAM. Das ist voll awesome, da kann man nämlich solche folgenden Dinge mit tun. Man kann einfach mal sein Temp als TempFS mounten. Und das heißt, man hat seinen Temp-Ordner nicht mehr auf der Platte, das heißt, der wird nie auf Platte geschrieben, außer der Kernel swapped. Und es ist super schnell, weil es halt im RAM ist und Temp ist halt sowieso nicht dazu gedacht, über Reboots hinweg irgendwelche Daten zu halten, das heißt, man verliert auch nichts. Der Nachteil an TempFS ist, das muss man ganz klar wissen, in dem Moment, wo halt die Maschine keinen Strom mehr hat oder runterfährt, ist halt TempFS, ist der Inhalt von TempFS halt weg, weil halt im RAM. Aber wenn man halt irgendwas hat, wo man das durchaus verschmerzen kann, ist TempFS halt großartig. Wie gesagt, Temp ist der Präzedenzfall, wo man ein TempFS haben will. Das kann man über die, in einer ETCFS-Tab so hinkriegen. Oder man benutzt Systemd, das ist die Default-Einstellung. Systemd macht standardmäßig Temp sogar als TempFS, weil es halt einfach, es ist halt einfach sinnvoll. Außer man hat irgendwie so 200 MB RAM oder so, aber das ist in den meisten Fällen halt nicht gegeben. Wo ich zum Beispiel auch TempFS benutze, ist mein Slash Media, weil uns mein Slash Media die ganzen Mount Points für meine Wechseldatenträger hinkriegen, hinkommen. Und wenn ich dann halt irgendwie mal, da wird ein Mount Point nicht sauber aufgeräumt oder ich ziehe den Stick ab und habe halt irgendwie nicht gemountet und irgendwie solche Späße. Ich weiß, spätestens nach dem nächsten Reboot ist der Ordner halt leer, weil er ein TempFS ist und ich habe halt wieder voll Ordnung. Das ist voll awesome. Genau. Und wenn man halt nur eine SSD in seinem Rechner hat, spart man damit halt auch Schreibprozesse. Und das ist halt super. Und die SSD und ist halt geil. Genau, Swappiness. Was ist die Swappiness? Swappiness ist die Tendenz des Kernels, den Swap zu benutzen, nach Swap auszulagern. So, ihr denkt euch, ja, ich habe 64 GB RAM in meiner Kiste drin, der Kernel swappt doch nicht. Doch, der Kernel swappt. Denn wir haben doch einfach keine Swap-Partition mehr. Die eine Möglichkeit, das zu lösen, ist, man macht einfach keine Swap-Partition. Aber wenn eine Swap-Partition da ist, sagt der Kernel sich, ja, das kann ja sein, dass in den nächsten 5 Minuten der User das Programm startet, das dann 64 GB RAM braucht. Ich räume mal schon mal vorzugsweise Zeug weg, was ich glaube ich nicht mehr brauche. Das ist halt irgendwie so bei viel RAM irgendwie so nicht so schön, weil halt Swap auch meistens langsamer ist als kein RAM. Und mit vm.swap-minus gleich 0, in Wahlweise der etc.sysctl.conf oder der etc.sysctl.dswap-minus.conf, sagt mir der Kernel halt, swap nur, wenn du musst. Und das ist halt so eine Sache, die will man halt auch haben, weil man damit halt auch weniger Sachen im Swap liegen hat und alles ist schneller und alles ist toll. Welche von beiden man benutzt, hängt von der Distribution ab. Unter Arch ist das die untere. Das, was das hier ist, ist im Prinzip, wir nehmen also sysctl.conf und teilen hier einzelne Dateien auf, weil das übersichtlicher ist. Es hängt im Prinzip davon ab, jetzt, was die eigene Distribution verbaut. Arch, wie gesagt, verbaut das unterste. Debian hat beides. Debian hat beides, okay. So kann man es auch machen. Bei anderen Distributionen weiß ich. Muss man machen. So, dann gibt es noch so Laptop-Mode und Verwandtschaft. Was ist Laptop-Mode? Laptop-Mode ist ursprünglich von HDDs kam her, das ist das Problem. Ja, so eine Platte, die sich halt immer dreht, braucht halt Stimme, das ist halt irgendwie doof. Wir würden die Platte gerne abschalten können. Und was Laptop-Mode halt macht, das ist ein Kernel-Feature. Und der erhöht sozusagen die Zeit, wie lange Sachen halt im RAM gepuffert werden, bis sie dann geschrieben werden. So die Standard Empfehlungen sind da, ich kann so dafür sorgen, dass Daten halt erst alle 10 Minuten geschrieben werden und dadurch muss ich halt nur alle 10 Minuten meine Platte halt hochfahren. Ist im Prinzip ganz sinnvoll. Bei einer SSD spart das natürlich Schreibprozesse, aber dann muss ich dazu sagen, also in meiner Ansicht nach ist es halt so, naja, man schreibt den Kram ja aus einem Grund. Wenn ich ihn halt nur vom Kern halt gepuffert habe, ist es halt so, als hätte ich ihn nie auf Platte geschrieben und wenn ich dann halt Stromausfall habe, verliere ich die Daten halt. Wenn ich sage, ich will die Sachen schreiben, dann will ich sie halt auch schreiben. Und eine SSD ist halt schnell genug. Und wie gesagt, SSD-Endurance-Experimente halten halt schon echt genug aus. Da ist meines Erachtens Laptop-Mode, um die SSD zu schonen, ein unnötiges Tweaking und tut halt der Sache keinen Gefallen. Wie gesagt, SSDs halten genug aus und wenn man halt Sachen puffert, dann hat man halt das Potenzial, sie zu verlieren. Genau. Dann fazitieren wir mal so ein bisschen. Was will man haben? Man will einen Controller ohne Kompression haben und man will auch einen Controller haben, der nicht Sandbox ist, aber das ist eine Zeilenlänge von denen da. Man will eine Line oder Blocksize haben, weil das halt irgendwie, das tut man halt einmal und das hat halt nur Vorteile und keine Nachteile.
Man will die weiß nicht in Power-Management benutzen, weil es halt voll awesome ist und irgendwie, man irgendwie 30% weniger Strom verbraucht im Gesamtsystem. Man will die Mount-Option No-Time haben oder Real-Time oder vielleicht Lazy-Time, wenn man gerade so einen Kernel 400. Und man will seine Swap-Units runterdrehen, außer man ist jetzt very low on RAM. Aber das in den meisten Rechnern dürfte es nicht der Fall sein. Was man vielleicht machen möchte, ist an seinem IO-Scheduler rumspielen. Wie gesagt, bei mir war der Effekt, hielt sich schon echt in Grenzen. Man kann sich mal angucken, ob NCQ abschalten was bringt. Bei mir macht es nichts, bei anderen Leuten scheint es tatsächlich was zu bringen. Und man muss sich halt überlegen, ob man Trim aktivieren will und insbesondere, wobei Trim aktivieren kann man schon machen, aber ob man seinem Krypto-Container sagen will, dass er Trim durchreichen soll. Wie gesagt, man lese sich diesen Artikel vorher durch und danach treffe man eine informierte Entscheidung. Fragen? Wobei, einen habe ich noch einfach. Sandforce und die Hasselchips. Wir haben ja eben festgestellt, dass Sandforce so ein Problem hatte, SATA-Spec richtig zu implementieren. Ne? Das endet ja nicht nur in Bluescreens, das endet sogar in der wunderschönen Tatsache, dass wenn man einen Sandforce-Controller der Serie 1200 oder 1600 hat und das Ding an ein Mainboard mit einem Hasselchipsatz anschließt, dass man dann auch irgendwie das Kabel durchschneiden kann. Das macht keinen Unterschied. Die SSD meldet sich halt einfach überhaupt nicht bei dem Board. Man kann die halt schon voll nicht, so kommt die Welt halt überhaupt gar nicht. Fix, man nehme eine, ich habe keine SATA-Ports mehr auf dem Mainboard frei, PCI-Steckkarte, stecke die SSD per SATA in diese PCI-Steckkarte rein, stecke diese PCI-Steckkarte auf das Mainboard. Und dann scheint es so zu sein, dass man in den meisten Fällen tatsächlich die SSD wieder verwenden kann. Reaktion von Sandforce? Controller der Serie 1200, 1600, die verkaufen wir ja gar nicht mehr. Leckt uns! Fixen wir nicht. Habe ich mal erwähnt, dass man kein Sandbox haben will, falls nicht, will ich das verkaufen. Das ist richtig, wir verkaufen ja gar nicht. Ja, wenn man sich denn sicher wäre, dass ich es nicht wieder tun, das wäre ja. Wie auch immer. Genau, jetzt aber. Gibt es Fragen? Oh. Hier eine Anmerkung, dass ich zum einen das, was du zu Marc gesagt hast, schon so nicht ganz. Das stimmt dann, wenn man halt Mbox noch als Mail-Format verwendet. Aber spätestens mit Mail, die hat sich das halt erledigt und das 21. Jahrhundert. Zum anderen ist mein Kenntnisstand zumindest, dass man, wenn man No-A-Time abschalten will, komplett, man auch No-DA-Time abschalten muss. Ich glaube, No-DA-Time ist ein Subset von No-A-Time, das ist inkludiert. Okay. Ich weiß es nicht sicher, also früher musste man immer beides zusammen abschalten. Die Mainpage gibt leider auch keinen Auskunft. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist No-DA-Time, das ist dasselbe nicht für Dateien, sondern für Directories, ist ein Subset von No-A-Time. Wenn man No-A-Time hat, hat man automatisch auch No-DA-Time. Okay, und dann macht offensichtlich nur bei Mbox-Files das macht. Also, ich fange meinen Timer schon seit Jahren mit Macht und No-A-Time. Okay, dann ist. Die Access-Time noch viel überflüssiger geworden, als sie bis heute schon war. Du hast ganz am Anfang gesagt, ich will meines Dateisystems mit dem Block meiner SSD allein. Ja. Jetzt ist es ja so, dass zwischen meinem Dateisystem und der SSD ja noch mein Krypto-Layer hängt, der zum Beispiel ein Lux-Header vorne dran steht. Ja. Hast du recherchiert, ob das passt? Das passt. Okay. Also zumindest, da kümmerst du dich darum, dass die Partitionen sauber allein sind, der Lux-Header macht ja nichts. Zweite Frage, wie hast du gemessen, als du die IO-Scheduler verglichen hast? Was hast du da getan? Ich habe einen IO-Scheduler angestellt, immer 4 mit dem entsprechenden irgendwie 5 GB. Und dann, das war jetzt. Weil der interessante Unterschied zwischen den IO-Schedulern scheint ja zu sein, was sie tun, wenn verschiedene Prozesse lesen wollen. Also, wie hast du diese Konflikte ignoriert? Das eine war, ich habe verschiedene Sachen gemessen. Ich habe einmal en bloc Zeug geschrieben, also es gab 5 Tests, einmal Mix.io, das heißt zufällige Reads und Writes gleichzeitig, dann zufällige Reads, dann zufällige Writes und dann einmal en bloc Read und einmal en bloc Write und die sahen ungefähr alle so aus. Okay, dann als Anmerkung, ich habe gerade hier bei mir dieses Sysclass-Dings geguckt, was ich da so zur Verfügung habe, da war noch ein 4. BFQ, weil ich irgendwie den Linux CK-Kernel fahre. Gut, und dann habe ich mal gegoogelt, was es überhaupt ist. Budget Fair Queuing und auf der Seite sind so Benchmarks, die dann eher so aussehen, als würde das doch schon in dem realen Prozessumfeld einen gewaltigen Unterschied machen können, okay. Was man da nimmt. Das könnte aus derselben
der CK-Kern ist ja auch der mit dem Brainfuck-Scheduler. Genau, das kommt irgendwie von den gleichen Leuten. Ja, es kann sein, dass der da mehr bringt. Der ist irgendwie optimiert auf Desktop-Systeme, auf denen halt irgendwie. Genau, die Concordivas. Die Concordivas-Patch-Sets, die es da geht, die sind halt optimiert auf Responsivität des Desktops. Genau, also es scheint vielleicht doch einen Unterschied zu machen, auch wenn man den nicht in der reinen Lesegeschwindigkeit sieht. Ja. Genau, also wie gesagt, das ist natürlich immer die Frage, was sind so die Real-World-Benchmarks. Ich habe versucht, also das Schöne an IO-Benchmark ist halt auch, du misst halt irgendwie 5 Mal und bekommst irgendwie 13 Ergebnisse und alle sagen was anderes. Das ist halt echt nicht schön, also nachdem ich dann irgendwie mich halt tot gemessen habe und dann alle Benchmarks ungefähr in dieselbe Richtung gehen. Ich glaube, ich habe sogar gemessen für Kleindatei-Reads. Random 4K Reads war NoOp, glaube ich, sogar bei mir dann ein bisschen besser. Aber das war alles so, ja, also die Optimierungsmarge war bei mir halt nicht ganz so groß. Okay. Genau. Also die BFQ-Sec, den BFQ und den CF. Weißt du auch, wie ist das Ding? BFQ? BFQ. Braucht man halt entsprechende Kerne, die Hashtags drin hat, das ist im Stockkern halt nicht drin, aber da kann man entsprechend. Okay. Auch mal in eine Richtung hinwerfen. Habe ich hier natürlich nicht mit benchmarkt, weil ich die Kerne nicht fahre. Es gibt tatsächlich sogar noch einen IO-Scheduler Anticipatory, der ist für langsame HDDs benutzt, aber der ist nicht mal, ich glaube, der ist nicht mal der Name Stable mehr kompiliert, also der ist schon, ja, benutzt nur keinen. Mero? Vielleicht hast du es gesagt, wenn ich dann nur gerade raus oder so. Hast du ein insgesamtes Vorher-Nachher an Zahlen? Also wie viel hat all dein Twiddling verbessert? Und B, hast du diese Zahlen auch für Real-World-Workloads oder nur für komische künstliche Benchmarks? Also zum Beispiel, wie lange dauert es zu booten? Oder wie lange dauert es, einen Kernel-Tree auszuchecken? Oder einen Kernel zu bauen? Oder irgendwas, was Real-World ist, um mal zu sehen, ob sich all der Aufwand mit dem Twiddling lohnt oder nicht. Wenn du mir jetzt sagst, das sind 100% Verbesserung, dann lohnt sich das vielleicht. Wenn du jetzt sagst, ja, manchmal wird es 2% besser, dann würde ich eher sagen, dann machen wir den Gang. Okay. Also das kommt ein bisschen darauf an, also weil DIPM war so das Krasseste, was ich gesehen habe mit den 3 Watt. Das war jetzt, gut, das war jetzt idle, weil ich halt die Störungen klein halten wollte. Aber der Effekt, würde ich sagen, ist ganz klar da, weil ich habe keine SSD nicht allein getestet, weil ich halt meine SSD nicht einfach mal Blatt machen und nicht alleine wollte, um dann nicht alleine zu testen. Insofern habe ich da keine eigenen Zahlen. Aber das ist halt der Punkt, A, machen wir die meisten Tools sowieso richtig und B, machst du das halt einmal am Anfang und selbst wenn es nur messbar ist, kostet halt nichts. Was haben wir hier? Wenn wir mal gucken. Genau, Controller ohne Kompression habe ich auch nicht selbst gemessen, weil ich eben keinen entsprechenden Controller habe. Aber die Benchmarks, die ich so rausgesucht habe von diversen Seiten, waren tatsächlich so, eben, dass tatsächlich die Kompression da, gerade bei Sandbox. Sandbox macht auch kein Geheimnis drum, dass sie auf inkompressierende Daten mit Scheiße performen. Das ist halt einfach übel. Das ist gar nicht mal. Also gerade Sandbox hat da ein richtiges Problem. Alignment of Block Size habe ich keine Zahlen, habe ich wie gesagt ein bisschen recherchiert und Benchmarks gesehen, die ein bisschen übel waren. Kann ich aber nicht sagen, ob das ein Einzelfall war oder ob das kein Einzelfall war. DIPM habe ich halt eigene Zahlen waren halt geil. Lower Time und Render Time ist halt so ein Punkt, das kostet mich halt irgendwie 10 Sekunden, das zu ändern und es kostet mich, hat halt keinen Nachteil für mich. Swapping das runterdrehen ist halt auch, ich habe keine Zahlen, was bringt, aber es hat auch irgendwie so 3 Sekunden Arbeit und hat nur Vorteile. Also du hast insgesamt keine Vorher-Nachher? Ich habe keine Gesamt-Vorher-Nachher-Wunde. Vor allem, weil auch verschiedene Sachen halt da auch an verschiedenen Sachen ansetzen. DPM zum Beispiel muss ja unabhängig, also wie gesagt, bei DPM habe ich es, aber bei den anderen halt nicht. Ne, da muss ich leider passen. Genau. Ja, die Frage ist halt immer, was ist Real World? Das ist halt auch so ein Nachteil an den IO-Benchmarks, die ich habe. Muss ich auch ganz klar dazu sagen, was ist halt Real World Usage? Wie gesagt, ganz klassische Testcases für Real World IO ist halt, wir kompilieren mal so einen Kernel, weil das ist bestimmt IO-Bauen heutzutage. Oder wir checken mal so einen Kernel-Git aus. Oder wir booten halt und gucken, wie lange das dauert. Ja. Aber wie wenn das nicht gemacht ist, dass das nicht gemacht ist. Okay. Viele der Sachen sind dann auch, wie gesagt, wenn man sich halt die Sachen anguckt, gerade die Scheduler, kann man vielleicht auch mal bei sich selber testen, weil ich habe auch mal ein bisschen bei Benchmarks recherchiert. Es ist offensichtlich so, dass das auch relativ systemabhängig ist, wie die Benchmarks ausfallen. Also
nehmt meine Zahlen nicht für eure Systeme. Das kann man durchaus nochmal selber testen. Da kann es durchaus Unterschiede geben, wie die Systeme entsprechend aussehen. Hallo, hast du was? Ja, ich habe das Ganze noch ein kleines bisschen weitergetrieben. Bei mir ist nämlich auch Warlock zum Beispiel ein Tenderness. Das kann man natürlich auch machen. Und das Problem ist, wenn ihr das so macht, gibt es Probleme mit manchen Services, die halt nicht als Rootrechte reinschreiben. Das heißt, die können dann keine neuen Verzeichnisse anlegen. Also habe ich mir ein Skript gebastelt, wo jedes Mal beim Startup ausgeführt wird, wo quasi die Verzeichnisstruktur gegen Tenderness herstellt. Okay, ja gut, das kann man natürlich auch tun. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass, was es bedeutet, seinen Warlock als Tempelfest zu haben. Aber wenn man sich erschließt, dass man das haben will, dann kann man das durchaus haben. Ich habe vorhin mal reingerufen, es gibt ja zwei so Dateisysteme. Das eine ist Tempelfest, das andere ist Rahmenfest. Das eine swap, das andere nicht. Gibt es einen bestimmten Grund, wieso man kein Rahmenfest nutzen sollte? Rahmenfest swappt halt nicht, vor allen Dingen. Das heißt, wenn du tatsächlich, also wenn du Swap hast und dir geht halt der Speicher aus, dann kann Tempelfest halt geswappt werden. Rahmenfest kann nicht geswappt werden. Das ist so der größte Unterschied. Und wenn du halt keinen Swap hast, ist es wahrscheinlich sogar egal. Bin ich mir gerade nicht sicher, da müsst ihr mal nachgucken. Soweit ich weiß, ist Rahmenfest nicht dynamisch. Das heißt, wenn okay. 256 MB Rahmenfest willst, ist der Speicher belegt. Nee, Tempelfest ist dynamisch. Also man will Tempelfest benutzen. Okay, weitere Fragen? Wenn dem nicht. Ja. Was meinst du genau? Controller oder Konfession zum Beispiel? Also egal. Gibt es Controller, die solche Sachen nicht haben? Weil ich denke, jeder von den Controller-Herstellern, Entschuldigung, bauen ja alle auf dieselbe Art und Weise ihre Controller. Ja, es gibt aber tatsächlich haben ähnliche Probleme. Es gibt Controller, die arbeiten ohne Konfession. Das ist zum Beispiel die Marvel-Bauer-Controller. Marvel ist auch so ein Hersteller, der verkauft halt Leute SSDs und bauen Controller. Aber mit Marvel gab es bei uns in der Firma auch schon Ausfälle. Okay. Wegen Firmware-Geschichte. Ja gut, das Problem, dass natürlich Firmware kaputt sein kann, das hat man halt immer. Muss man sich ja schauen. Das, am Ende des Tages kann man das was verbessern. Aber zumindest, wenn es an die Kompressionsfrage geht, gibt es zum Beispiel Marvel, die ist sind zum Beispiel in Schuschel verbaut, die neuen ADATA-SSDs, wir nehmen jetzt Marvel statt ZenForce, Samsung hat keine Kompression drin, die verbauen Inhouse-Controller. Das sind so die drei großen, von denen ich weiß, dass sie auf jeden Fall keine Kompression benutzen. Und der angenehme Nebeneffekt ist halt, dass das auch die Auswahl sinnvoller SSD-Hersteller ganz fix, ganz angenehm einschränkt. Natürlich, wenn die Firmware Schrott ist, dann das kann halt dir auf jeden Controller passieren. Da bist du nicht vorgefallen. Gut, sonst noch Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen angenehmen Abend.